Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge AKF. Leute, wir gucken uns heute mal die Sonderkulturen an. Grundlegend ist erstmal, wir haben heute den 23. Juni. Wir haben heute Nacht 7 mm Regen gehabt. Das war dieses Gebiet, was durch Deutschland gezogen ist, wo es so richtig viel Unwetter gab und so. Leider Gottes hatten wir gar nichts, beziehungsweise 7 bis ganz wenig. Bei Jan zum Beispiel, Twitch, haben wir jetzt so viel mehr geregnet. Ist egal, wir haben Regen, wollen wir uns erstmal nicht beschweren. Schauen wir uns das Ganze jetzt hier einmal an. Wir sind jetzt im Senf und Folgendes ist hier aufgetreten. Ich habe ja hier im Prinzip keine Insektizidbehandlung gemacht. So, ne? Ich habe hier eine Vorauflaufbehandlung gefahren und dann habe ich gedacht, ja Hannes, weil das Öl werden soll und die Leute wollen ja am liebsten immer ohne oder mit wenig Pflanzenschutz, macht man nichts. Und jetzt kann ich euch ein entscheidendes Ding hier sagen. Hier ist ja nach wie vor alles voller Rapsglanzkäfer in den Knospen. Und wie man sieht, sind die Schoten nahezu alle weg. Also hier ein paar Schoten sind dran, aber ansonsten ist der Schotenansatz super gering bis fast gar nicht da, weil die so einen krassen Schaden angerichtet haben. Also Memo für mich ins nächste Jahr definitiv was gegen diese Käfer machen. Also wenn ihr euch das hier zum Beispiel anguckt, ja, hier haben wir von... Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Schoten von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Also hier sind ein paar Körner dran, aber das ist wirklich marginal. Also das ist richtig krass, wie doll der Schaden ist. Und es ist nach wie vor, der Raps versucht, oder der Senf versucht ja nach wie vor immer ein bisschen gegen anzublühen und ein bisschen gegen anzukommen. Und die sitzen aber hier drinne. Jetzt gibt es aber keine neuen Knospen, die wir jetzt hier irgendwie noch schützen können oder so, dass da der Ansatz kommt. Müssen wir so mitnehmen, Leute. Dann gibt es halt nur eine Tonne, zwei Tonnen Senf vorerst. Aber für nächstes Jahr war uns eine Lehre. Und sicherlich ein großer Teil ist auch, ich denke mal, bei Raps heißt es die Rapswelke. Bei Senf wird es sowas ähnlich geben, weil die Pflanzen sind schon sehr dicht beieinander in der Verwandtschaft, dass durch die Trockenheit auch die Blüten abgeworfen werden bzw. nicht befruchtet werden. Der hier hatte in der Blütephase die komplette Trockenheit. Der musste das komplett mitnehmen. Und von daher, ja, sieht es dann bei dem gar nicht so gut aus, bei dem Senf. Ja, ist auch ein bisschen dünn, also da muss ich einiges nächstes Jahr definitiv besser machen. Leindotter, im Groben und Ganzen sieht er echt gut aus. Würdest du sogar sagen, besser als letztes Jahr. Hier der Fruchtansatz ist schön groß. Würde ich auch sagen, besser als letztes Jahr. Hier haben wir noch Marienkäfer drauf. Sieht man ihn? Wenig verunkrautet, bisschen Melde kommt jetzt durch. Aber alles in allem, die kriegen wir auch eigentlich ganz gut rausgereinigt. Alles in allem sieht das hier gut aus. Auch hier kriegen wir natürlich, müssen wir den Feldaufgang ein bisschen optimieren. Keine Frage. Und ein bisschen an der Sauberkeit arbeiten. Aber ich habe eigentlich vor, nächstes Jahr eine ganz andere Strategie dazu wählen. Hier, kleiner Fact hier, guckt mal hier an, das ist Melde, wie die mit Blattläusen vollhängt, ja. Die wird natürlich ausgesaugt bis zum Anschlag und hier der Leindotter gar nicht. Leindotter gar nicht, aber hier, die hängt natürlich voll ohne Ende, deswegen sind hier auch so viele Marienkäfer überall drauf. Aber das sollte was werden, Leindotter nach wie vor das beliebteste Öl. Und haben wir auch noch aktuell da. Wir sind jetzt den letzten Big Bag oder wir sind jetzt dabei, den letzten Big Bag zu verpressen. Wir pressen ja immer stoßweise. Das heißt, machen immer so, sagen wir mal, 50 Flaschen fertig bis 100, also große Flaschen und kleine natürlich dazu. Dann verkaufen wir die, dass das immer möglichst frisch ist. Also wer die Öle mal ausprobieren mag, gerne mal im Shop gucken. Gibt es auch aktuell mit 10% Preisnachlass. Weil wir haben leider Gottes bei manchen Deckeln das Problem, dass der Eingießer oben im Deckel stecken bleibt und dass der Drehverschluss sich nicht richtig löst. Und bis wir das langfristig gelöst haben, das Problem, haben wir gesagt, wir geben da erstmal Rabatt drauf. So, aber man sieht natürlich hauptsächlich da, wo dann eine Fehlspur ist, muss ich nächstes Jahr auch ein bisschen mehr mit Überlappung fahren, damit das Ganze besser wird. Also guckt gerne mal in unseren Shop nach, könnt ihr gerne bei den Ölen reingucken. Ansonsten haben wir jetzt auch Stick im Shop, neue Motive
Wir haben zum Beispiel ein Motiv dabei, das wird extrem gerne von euch gekauft. Das ist ein Ehrenlos-Motiv. Blende ich hier mal ein. Könnt ihr euch mal angucken. Also das ist mit Abstand innerhalb Kürze euer Liebling geworden. Hier. Übrigens, so hätte der Senf eigentlich aussehen müssen. Hier richtig schöne Schoten. Den müssen wir jetzt aber hier rausziehen, weil der hier verkehrt ist. Aber so hätte er aussehen müssen. Und das ist schon sehr ärgerlich, dass er so nicht aussieht. Übrigens hier diesen äußersten Randstreifen und wo das hier so ein bisschen döller im Bestand drin ist, das werde ich nächste Woche von Svenny wegmulchen lassen. Das brauchen wir nicht im Drescher haben, dieses grüne Zeug, das ist dann eher nur hinderlich. Und dann haben wir eine vernünftige Feldrandhygiene. Also diesen Rand, das mulchen wir nächste Woche weg hier, die ersten 2 Meter. Wir kommen jetzt zum Mohn. Übrigens, Premiere, ihr habt noch nie Hannes mit Gummistiefel im Video gesehen, glaube ich. Oder doch im Video, ja, aber noch nie in der AKF. Der Mohn, der hat jetzt diese Woche geblüht. Das geht ultra schnell, muss man sagen. War auch ja erst ein bisschen zögerlich mit dem Blühen. Und dann, ja, so, also ich habe mir vorgestellt, dass das so richtig das Feld ist, was komplett lila scheint oder so bläulich. Und dann gibt es schöne Bilder, aber letztendlich war das so ein bisschen nacheinander kommt. Ist auch ein bisschen der Trockenheit geschuldet. Ja, also so sieht die im Prinzip aus. Hier haben wir noch eine Hummel drinne. Wurde auch gern angenommen von den Insekten. So sieht der Fruchtstand aus. Will ich noch mal einmal zeigen. Also das ist schon was. Die sind schon schön groß. Und da muss ich ehrlich sagen, mich überrascht und begeistert, wie gut er mir gelungen ist. Damit hätte ich jetzt so spontan nicht gerechnet, dass der so gut wird. Was wir hier so im Mohn zum Beispiel sehen, hier haben wir ein bisschen Blattläuse. Da seht ihr das? Da haben wir ein bisschen Blattläuse, teilweise echt viel. Aber lassen wir so. Ich habe ja gesagt, wir machen die Öle mit weniger Pflanzenschutz. Und das sieht schon gut aus, ne? Hier ist schon was drin. Ich mag aber gar nicht jetzt hier eine nehmen und mal aufbrechen. Ich nehme mal eine kleinere, um uns das mal anzugucken, wie der Fruchtkörper jetzt da innen drin aussieht. So, also so sieht das Ganze jetzt aus. Die sehen noch weiß aus, die werden dann ja irgendwann blau, ist ja Blaumohn. Und dann können wir den dreschen und dann soll es das ja als Öl geben. Bin auch super gespannt, wie das schmeckt. Soll mega krass geil zum Backen sein zum Beispiel. Und ja, der Bestand sieht eigentlich gut aus und bin überrascht, wie gut der eigentlich ist. Ich meine, ich habe so gedacht, muss ich ehrlich sagen, ich habe gedacht, der einfachste ist Senf. So, weil easy kennst du, Senf ist wie Raps. Rapsanbau hast du gut im Griff, das kriegst du hin. Aber ich habe nicht gedacht, beziehungsweise ich kenne das Blühverhalten ja nicht so vom Senf und hat da einer auch noch geschrieben, das Doofe an Senf ist, dass er genau dann blüht, wenn der Raps geblüht hat und dann stürzen die sich alle drauf. Aber ja, habe ich gedacht, klappt schon, ist ja warm, der wird schnell blühen, aber auch der war nicht warm und hat schnell geblüht. Ne? So, hier vorne den Rand, das ist das, was ich meine, Leute. Hier ist auch alles voller Blattläuse, wie ihr seht, wie sich das hier alles einkringelt. Das ist alles von den Blattläusen, das ist nicht vom Pflanzenschutz oder so. Und ja, hier wo es rot blüht, also die äußersten Meter mulchen wir jetzt hier weg. Damit wir auch den Klatschmohn da jetzt nicht drin haben in dem Öl und in den Samen. Damit das halt schön sauber ist. Ihr seht ja, ist ja nur hier vorne, da hinten ist nachher alles schön. Nur hier der Rand mulchen wir schön sauber, damit wir vernünftige Samenqualität da haben und vernünftige Ölqualität, nicht dass wir irgendeinen Stoff haben, der den Geschmack verändert. Kommen wir als nächstes zum Schwarzkümmel und das regt mich so ein bisschen auf. Ich hatte erst, wollte erst mit Lisa mit Hand durch und das ein bisschen sauber machen. Aber Leute, was soll ich euch sagen? Die Melde ist da wieder so krass durchgekommen. Da brauchst du nicht machen, da kommst du nicht durch. Und nächstes Jahr, ich würde nächstes Jahr eine andere Strategie machen. Ich würde im Herbst Roggen machen als Begrünung, würde das da im Frühjahr einschlitzen und würde das Ganze ja, dann hoffentlich so sauber haben, dass ich den Roggen so ein bisschen als Deckschicht habe. Wird natürlich relativ früh sein, der blüht jetzt ganz schön. Aber ja, wenn ihr euch das unterm Strich anguckt, ist es fast nur Melde. Ich habe auch überlegt, ich werde das auf jeden Fall mulchen und so mulchen, dass ich über den Blüten des Schwarzkümmels mulch. Vielleicht hat man ja eine Chance, dass der dann da besser durchwächst, aber unterm Strich ist der auch einfach fast zu dreckig. Ja? Was ihr hier seht, ist alles Stiefmütterchen und ja, das täuscht. Man hat auch gedacht, das ist mehr Schwarzkümmel,
Aber das bringt nicht viel. Also wenn ihr seht, guckt mal, hier ist eine Pflanze, hier und hier und der Rest ist Stiefmütterchen. Das müssen wir nächstes Jahr auch besser hinbekommen, definitiv. Also Schwarzkümmel, ich gebe ihm nicht auf, Leute. Also den muss ich hinbekommen. Und jemand hatte ja geschrieben, Direktsaat, das ist das Einzige, wo er richtig gut funktioniert. Also hier werde ich mulchen. Das werde ich jetzt mulchen. Und hier iberischer Drachenkopf, wieder das komplette Gegenteil. Super performt. Hat sich schön dicht gemacht. Schön bestand. Ja, hier vorne im Rand ist ein bisschen Kamille. Die hört aber da auf. Und hier ist der Fruchtansatz. Sieht gut aus. Ist auch relativ hoch geworden, sodass wir den doch schon mit 10 cm dann abdreschen können. Blüht jetzt auch zu Ende. Blüte sieht aus wie so ein Kelch. Ja, hier kann ich euch das mal zeigen. Oh, riecht sehr intensiv. Wurde auch, also war voller Insekten hier, als das geblüht hat. Ja, sehr intensiv, kann man gar nicht beschreiben. Es riecht aber angenehm. So, gehen wir zum nächsten. Kommen wir zum nächsten, und zwar den Öhlein. Ich habe euch den Öhlein ja gezeigt und habe gesagt, ja, Feldaufgang ist Mist, passt auf. Ich schlitze jetzt hier einfach Öhlein dazwischen. Und das habe ich gemacht, in dieser trockenen Wüste. 2 Wochen später gab es Regen. Und ich habe wirklich nur geschlitzt. Und der Feldaufgang ist hervorragend, Leute. Jetzt haben wir natürlich das Problem, jetzt müssen wir gucken, der eigentliche blüht. Der am Rand blüht schon ein bisschen aus. Und der hier wird noch ein bisschen brauchen. Nichtsdestotrotz ist der Feldaufgang jetzt gut, ne? Also gut, hier hat er ein bisschen spät eingesetzt. Aber wenn wir uns das Ganze mal angucken, hier im Bestand sieht es deutlich besser aus. Hier hat er auch überall zu spät eingesetzt, aber ist nicht weiter wild. Das passiert, aber hier so sieht es im Bestand aus, zwischengeschlitzt. Nochmal mit 30 Kilo. Und dafür, dass es so richtig trocken war und ich das auch komplett schon abgeschrieben hatte, bin ich ehrlich, bin ich überrascht, dass es doch noch gut geworden ist. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass das homogen abreift, dass es was wird. Schauen wir mal, was wird. Hier natürlich die einzelnen Pflanzen, die jetzt hier blühen. Das wird natürlich super inhomogen abreifen. Das heißt, die hier, die grünen, werden überreif sein, werden vielleicht wieder neu ausgrünen, weil die schon so lange stehen. Und dann wird erst der Hauptbestand reif werden. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja nur ein bisschen was versucht hier zu retten. Weil wenn man guckt jetzt, wie wenig tatsächlich hier auch geblüht hätten, ist es schon wenig, ne? Was da jetzt rausguckt. Aber nur Schlitzen funktioniert. Mache ich nächstes Jahr auch. Quasi Direktsaat. Funktioniert deutlich besser, wie man sieht. Ich habe halt das Problem, dass die Tigerdrill keinen guten abgesetzten Boden produziert und keine gute Rückverfestigung. Kann mir auch vorstellen, dass ich da irgendwie so ein Hybrid mache, das vorher einmal mit der Güttler abwalzt und das dann andrückt, dass die Saatgutablage dann passt. Ja, guck mal hier. Hier war auf diesen. Hier ist halt so eine Sandkuppe, glaube ich. Man sieht das schön hier. So ein Rundell, da ist der Boden halt noch fluffiger. Und ja, hat sich jetzt auch schnell entwickelt, war innerhalb von einer Woche draußen und gibt jetzt natürlich Gas. Wir haben warmes Wetter, jetzt haben wir natürlich Regen dazu bekommen. Also ist wüchsig. Kann funktionieren, ich bin guter Dinge. Bin wirklich noch guter Dinge. Aber ist auch krass. Guck mal, wie die unter den Läusen zu tun haben hier. Die brechen komplett ein, die bricht komplett ein, die Melde. Ist das krass. Wie die Pflanzen befallen sind hier, die sind förmlich am Absterben. Das ist nur durch Blattläuse, Leute. Vielen Dingen, wenn man sieht, zum Beispiel Stiefmütterchen, gar nichts. Keine Befallen, ne? Wie einzelne Pflanzen doch so mit Blattläusen zu tun haben. Iberischer Drachen, Quatsch. Färberdistel, Leute. Färberdistel, schön sauber dies Jahr geworden. Und ja, könnte letztendlich ein bisschen dicker stehen. Hatte auch mit der Trockenheit stark zu kämpfen, sodass sie sich nicht wirklich breit gemacht hat. Aber alles im allen würde ich sagen, ist der Bestand dieses Jahr besser als letztes Jahr. Jetzt wird die auch wirklich hart und jetzt fängt die auch wirklich langsam an. Jetzt sind die noch ein bisschen weich. Piekt schon ein bisschen, aber innerhalb von den nächsten 2 Wochen werden die jetzt so hart und dann tut das echt weh, hier durchzugehen. Und eine Handprobe ohne Handschuh ist fast unmöglich. Es sind so kleine Stacheln und Splitter da dran an der Distel, dass es direkt im Finger ist.
Also Färberdistel läuft ganz gut. Werde ich auch weiterhin in der Zwischenfrucht mit einbringen, weil die halt gut solide aufkeimen, weil die halt gut hochkommen. Die mag diese warmen, trockenen Temperaturen. Funktioniert. Und ich habe noch ein bisschen Menge aus letzten Jahr über. Also wir haben ja letztes Jahr relativ viel Färberdistel angebaut gehabt. Das ist nicht so krass das beliebteste Öl, muss man sagen, weil es schmeckt so ein bisschen wie Schwarzbrot. Hat aber so eine leichte Schärfe am Ende. Einige nehmen es auch für Brotbacken, aber ich habe zum Beispiel gelesen, enthält, ich glaube, es war sehr, sehr viel Linolsäure. Und diese wird hauptsächlich in Kosmetika und Cremes eingesetzt. Und habe im Internet so ein bisschen geguckt, was man damit macht mit diesen Ölen. Also ganz viele nutzen auch das reine Öl als Creme. Und weil es super schnell einzieht und so, hat man auch einen sehr guten Effekt. Also ich habe das selber auch mal ein paar Tage gemacht, mir damit mal die Hände eingecremt. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass kein Fettfilm auf der Haut bleibt, sondern die super krass einzieht. Und gerade für die Personen und Frauen, die so allergisch gegen Kosmetika sind, ist es wohl ein super Geheimrezept ein super Geheimtipp für die Pflege. Und der Hanf. Hanf, muss ich sagen, hat wieder komplett begeistert. Blüht jetzt. Also jetzt blühen erstmal die männlichen. Und wenn die Frauen blühen, dann müssen wir Bescheid sagen. Dann müssen wir die Blühmeldung machen. Aber die können wir jetzt auch schon langsam machen, weil dann geht es bald los. Also wie ihr seht, das hier, was ihr jetzt blühen seht, das sind die männlichen. Und die Frauen hier drinnen, die müssen noch. Der hat sich super dicht gemacht. Der sah am Anfang echt schlecht aus, muss ich sagen. Kam gar nicht gut hoch und habe gedacht, oh, dieses Jahr hast du dich nicht mit Ruhm bekleckert. Aber doch. Oh, ja, man sieht richtig den Pollen jetzt fliegen von den männlichen. Das ist krass. Man sieht das richtig, wie es hier rüberstaubt, wenn das weht. Riecht auch sehr speziell. Viele von euch kennen den Geruch. Ist aber nicht so, als wenn ihr durch die Straßen von Amsterdam lauft, vom Geruch. Sondern, ja, also Hanfblätter an sich riechen ja ein bisschen anders. Grüne Blätter riechen ja anders, auch sehr intensiv, aber riechen ein bisschen anders. Ist gut geworden. Will ich nächstes Jahr ein bisschen mehr im Anbau nehmen. Wird man ganz gut los, also wir werden es ganz gut los, auch als Futtermittel. Also viele Karpfenangler setzen Hanf ein. Dann möchte ich den nächstes Jahr nicht nur zu Öl nehmen, sondern wir kaufen eigentlich auch Hanfsamen ein und vermarkten den auch für Taubenfutter und so. Ist ja ein sehr, sehr reichlicher Fett- und Proteinlieferant und auch Angler lieben Hanf. Also die kochen den vorher, die crushen den oder beziehungsweise schroten den, nehmen den in Grundfutter mit rein. Ist super beliebt, deswegen werde ich den Hanfanbau nächstes Jahr ein bisschen ausweiten. Ist auch eine Kultur, habe ich mal überlegt. Wir haben dieses Jahr Mitte Mai den gedrillt. Anfang Mitte Mai, sagt man wohl so für unsere Region. Da muss man sich auch natürlich ein bisschen rausfinden. Theoretisch, aber das ist wieder mit sehr viel Aufwand verbunden, könnte man einen Grünschnittroggen machen. Den Grünschnittroggen abernten und dann den Hanf in Direktsaat reinfeuern. Weil Hanf ist natürlich auch super solide in Sachen Trockenheitsresistenz. Ne? Der kann da wirklich mit sehr, sehr wenig Wasser um. Und das könnte, glaube ich, auch eine Variante sein, wo man auch, normalerweise sagt man ja, durch den Grünschnittroggen geht eine Hauptfrucht schon 10-20% Ertrag mindestens verloren. Aber ein Dings könnte da ganz gut performen. Müssen wir mal sehen. Wir gehen noch einmal durch, weil die hier eh nebenan stehen. Also wir haben ja fast alle Ölkulturen dieses Jahr außer dem Raps hier auf einem Acker. Das sind 64 Hektar am Stück und gucken uns das an. Und zwar, hier haben wir die Sonnenblumen nach Körnermais, sind gut geworden, gerade der Rand natürlich, wo wir den Vorgewände weggehäckselt haben, ist richtig gut geworden vom Feldaufgang. Und die sehen auch gut aus, was man auch dieses Jahr wirklich sieht. Die Bodenherbizide durch die Trockenheit und, haben die nicht perfekte Arbeit geleistet. Sieht man überall dieses Jahr. Auch wenn man durch die Landschaften fährt, sieht man das im Mais. Moment, Anruf. So, jetzt sind wir hier. Ja, hier vorne ist so eine Sandkuppe. Hier war der Körnermais. Und das war das, was ich auch schon angesprochen habe. Ich habe da echt Probleme mit der EDX, eine vernünftige Saatgutablage hinzubekommen. Also da habe ich teilweise nichts. Und man sieht auch so ein bisschen noch alte Spuren hier drin, die so schräg rübergehen.
Das ist so ein bisschen die Problematik. Da bin ich mit meiner EDX wirklich am Limit. Besser wird es wohl nicht werden, gerade mit dem Stroh. Ich habe halt vorne keine richtige Schneidscheibe. Die macht die Hauptprobleme, beziehungsweise der Unterfuß macht die Hauptprobleme. Da habe ich keine Schneidscheibe, sondern Schneidscheibe und so einen Char dran. Und das schafft es nicht zu rollen. Vielleicht müsste man das einschneiden, damit es sich weiterhin dreht und das verdrängt. Aber da bin ich wirklich am Limit jetzt hier mit meiner EDX. Und man muss auch sagen, für jetzt die strippte Variante mit der Sonnenblume muss ich wirklich die Herbizidstrategie da überdenken. Also ich will das eigentlich nicht auf diese pointerresistenten Sorten gehen, weil da hat man halt Probleme, die hinterher auch wieder aus dem Weizen zu bekommen oder kann Probleme haben. Aber unterm Strich ist es so, wenn du fährst eine Vorauflaufbehandlung in den Sonnenblumen und dann hast du alle Mittel verschossen in diesen normalen Sorten, die du hast. Danach, wie hier, wenn da mal ein bisschen Melde hochkommt oder so, gibt's da nichts. Man hat aber dadurch ein besseres Sortenprofil, was man nutzen kann an Sorten, frühere Abreife und. Und ich bin ja dieses Jahr auf die extrem frühen Sorten gegangen. Aber ich habe dann halt keine Mittel mehr, um hinterher zu sagen, ich muss doch noch was machen. Und gerade, weil wir ja zum Beispiel durch dieses Strip-Till und durch das Stroh immer diese Beschattungswirkung haben, gerade an diesen Stellen, haben wir dort keine gute Wirkung vom Boden her bezieht, sodass sich da Unkräuter ausbreiten. Klar, die Sonnenblume überwächst das jetzt, aber eine Melde, die samt auch aus und die verbreitet den Samen wieder. Dann haben wir wieder die Problematik in den Folgekulturen. Wollen wir nicht und deswegen glaube ich, werde ich nächstes Jahr wirklich die entweder Clearfield, wie gibt es ja als Variante, oder pointerresistente Sorten anbauen. Muss mich da nochmal durchgucken, welche Sorten bei den Sonnenblumen, was ich da machen werde. Aber da habe ich einfach viel, viel bessere Möglichkeiten und es ist, man muss auch sagen, pflanzenschutztechnisch ist auch günstiger. Also jetzt sind wir beim Bodenherbizid, sind wir bis zu 100 Euro auf dem Hektar. Und da muss man gucken, wie man diese Kombination fährt. Um Splitting oder nicht. Sonnenblumen sind auch relativ schnell raus. Genau, das ist meine Variante für nächstes Jahr. Die Varianten, wo kein Körnermais war, die stehen gut. Da ist schön gleichmäßiger Feldaufgang, homogen. Die gucken wir uns beim nächsten Mal an. Aber diese Variante hier ist leider Gottes, ja, ich kann euch das auch nochmal zeigen. Hier, na gut, hier haben wir ein Fenster anscheinend ausgelassen. Da ist auch eine andere Sorte. Hier haben wir vor der Grenze, die ist schon ein bisschen höher, ein bisschen früher. Das ist eine von LG. Und hier haben wir 81K von Mars Seeds. Bei Mars Seeds fällt wirklich auf, die sind sehr, sehr vital, eine super Jugendentwicklung. Während die von LG so ein bisschen sprillig sind, so ein bisschen dünn und hochgezogen. Aber letztendlich waren die ertraglich relativ weit auf. Das war dieses Jahr die beste, die hatte ich drüben bei den Windmühlen. Und die habe ich ja mit 4,2 Tonnen auf dem Hektar geerntet, diese Sorte. Deswegen hat die mir so gut gefallen. Und was mir auch auffällt, auf jeden Fall für Bodenherbizide scheint die das deutlich besser zu nehmen als diese Variante. Und auch die frühe Variante, der Feldaufgang, der ist so krass schnell und homogen bei dieser Sorte. Das ist mir, letztes Jahr hatte ich 6 Sonnenblumensorten und diese Sorte war wirklich mit Abstand da die zügigste und die beste und die stand am Ende auch super homogen und solide. Hier sehen wir das auch, wenn ich jetzt in ganz normalen Boden arbeite. Das heißt, hier war einfach Mais gehäckselt. Wir haben hier Strip-Till gemacht und wir haben halt kein Stroh an der Oberfläche. Was man halt sieht, dadurch haben wir eine deutlich bessere Wirkung von den Bodenherbiziden. Wir haben keine Beschattung und keine Organik, die uns daran hindert. Und deswegen sehen die auch so gut aus. Wir haben einen guten Feldaufgang, wir haben eine gute Ablagegenauigkeit. Und ja, da drüben halt nicht. So, müssen wir gucken, wie sich das bis zur Ernte entwickelt. Das ist aber erstmal so meine Einschätzung. Die sind solide, die sehen gut aus, gefällt mir eigentlich. Gefällt mir wirklich. Was auch, übrigens, ein Punkt, der mir jetzt auch gerade auffällt. Ich hatte eine Fläche mit Gräser noch behandelt. Und ich hatte noch für ein Dreiviertel Hektar Restmenge drinne. Und bin hier noch lang gefahren über diese Fahrgasse und habe den Rand noch behandelt. Ja, habe hier den Rand mitgenommen, wie gesagt, den halben Dreiviertel Hektar und habe die Spritze hier leer gemacht und gewaschen. Hier bin ich rübergefahren über die Pflanzen und ich habe gedacht, eigentlich, wie man hier sieht, die knicken um und sind dann tot aus der Fahrgasse, aber gar nicht. Die stehen wieder auf, die haben nur einen Knick. Gut, die ist tot, aber die wächst seitlich nochmal aus, die kann natürlich einen Spätblüher erzeugen, wäre natürlich blöd. Aber die anderen sind alle wieder aufgestanden und das hätte ich nicht gedacht.
Ich habe gedacht, das ist ein kompletter Fahrverlust. Aber interessant zu wissen, weil ich bin noch nie in den Sonnenblumen im Bestand nachträglich gefahren. Immer alles vorweg. Aber für nächstes Jahr, wo jetzt die Angst ist, wenn du dann vielleicht im Nachauflauf fährst und die Fahrgasse ist dann weg, ist ja im Prinzip ein Verlust, weil die Beschattung reicht ja dann nicht für die komplette Fläche von dem Sonnenblumen, für die Fahrgasse, um das zu kompensieren, ist auf jeden Fall interessant. Gut, Leute, das war's für diese AKF. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann mach's gut. Ciao, ciao.